Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos darf ich Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Sie sollten den Bildschirm mit der Startfolie bereits sehen können und zum Ablauf des Webinars, Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte das Fragen- respektive Chatfenster. Sofern es an der gegebenen Stelle passt, gehe ich gerne direkt auf Ihre Frage ein, sofern es zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll ist, weil wir noch entsprechende erklärende Charts dabei haben, dann gehen wir dann darauf ein. Aber letztendlich ist es das natürlich das Ziel, dass am Ende des Webinars alle Ihre Fragen beantwortet sind. Wir steigen ein mit grundsätzlichen Themen. Der strategische Rahmen, der uns über den heutigen Börsentag und über die Berichterstattung in den Medien hinaus begleitet, das ist das, was Sie hier sehen. Wir befinden uns auf einem Weg von der globalen Schulden zur sogenannten persönlichen Guthabenkrise. Wir hatten verschiedene Fehlallokationen und auch Scheinblüten in der Wirtschaft, wie zum Beispiel den Immobilienboom in den USA, der sich im Nachhinein als künstlich herausgestellt hatte. Als dann diese sogenannten Subprime-Kredite geplatzt sind, dann sind auch die damit verbundenen Wertpapiere im Wert massiv gefallen. Die Konjunktur hat einen massiven Schlag bekommen und in diesem Zuge haben die Notenbanken reagiert. Sie haben die Zinsen gesenkt und sie haben am Kapitalmarkt interveniert. Das haben wir alle dahingehend festgestellt, dass die Zinsen für kurzfristige Einlagen gesunken sind. Im nächsten Schritt haben sich die Kapitalmarktteilnehmer nach Alternativen umgeschaut. Das heißt, auch die Nachfrage nach sicheren Anleihen, die ging nach oben. Und mit den steigenden Kursen fallen bei den Anleihen die Renditen und der Anlagenotstand ist dann doch entsprechend greifbar. Die Vermögenswerte, wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen, die werden typischerweise von Anlegern gehalten und dementsprechend konnte man vorhersehen, dass Anleger, die sehr, sehr stark in zinsorientierten Papieren investiert sind, Probleme haben werden, Renditeversprechen aus der alten Hochzinszeit zu erfüllen, respektive auch ja, mögliche Überschüsse Versprechen darzustellen. Und das ist das, was wir dann ja auch heute diskutieren, die Finanzierung von Garantien und Zusagen bei Kapitalsammelstellen, Firmenrenten und Versorgungswerken und die aktuellen Diskussionen zur Sinnhaftigkeit der Riester-Rente, die gehen natürlich auch genau in diese Richtung. Meines Erachtens, wenn ich mir die Interviews hier mit der Politik und auch verschiedenen anderen Leuten anschaue, dann sind die Aussagen aber auch ein Ausdruck der finanziellen Inkompetenz, die wir leider Gottes in vielen Bereichen haben, weil letztendlich ist ja kein Anleger gezwungen, seine Riester-Förderung über eine Versicherung zu nutzen. Sie können das ja auch über einen Fondssparplan darstellen, dann haben sie eben doch eine gewisse Aktienquote. Und wenn der Politik eben die Garantien zu hoch sind im jetzigen Zinsumfeld, dann könnte man das ja eigenverantwortlich auf den Anleger delegieren. Und wenn der Anleger dann eigenverantwortlich sein Garantieniveau wählt und das sogar ja auch vielleicht bis auf null senken kann, dann haben wir auch kein Problem mehr im Vergleich mit einem klassischen Wertpapierdepot. Also, Sie sehen schon hier, da gibt es noch einiges zu tun in Sachen Aufklärung. Aber wenn wir das Thema weiterdenken, demografische Entwicklung, auch das hier ein Thema, was gestern und heute stark durch die Medien ging, das Thema Altersarmut 2030. Werden breite Teile der Bevölkerung hier vollkommen verarmen, müssen wir die Rente komplett neu aufsetzen. Also natürlich ganz klar das Thema, das umlagefinanzierte System steht vor Problemen, dass sich die Bevölkerungspyramide massiv verschoben hat, dass relativ weniger Junge mehr Alte versorgen müssen und auf der anderen Seite, dass natürlich die Renditen am Kapitalmarkt im Zinsbereich sehr niedrig sind, aber es steht ja auch nirgendwo geschrieben, dass man seine Vermögensaufbaustrategie unbedingt zinsbasiert umsetzen müsste. Also wie gesagt, das ist der strategische Rahmen. Deswegen hier nochmal zur Zusammenfassung. Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Dementsprechend kann der Gläubige nur die Rendite erwarten, die sich der Schuldner als Zins leisten kann. Auch hier sei noch einmal gesagt, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ja meine Güte, es kann doch nicht sein, dass die Zinsen so niedrig sind, die Zinsen müssten viel höher sein, Spanien und Italien müssten doch eigentlich 5, 6, 7% Zinsen zahlen, ja, es wäre vielleicht für das Risiko angemessen, aber was nutzt es Ihnen denn, wenn Sie eine hohe Rendite fordern, der Schuldner kann sie nicht zahlen und der Schuldner irgendwann sagt, ja, wir können zum einen den Zins nicht zahlen, weil der ist nämlich zu hoch, aber ihr bekommt nicht 100% eures Kapitals zurück, sondern nur 70%. Und dementsprechend müssen wir ganz klar festhalten, entweder niedrige Zinsen
Notenbankinterventionen, die dazu führen, dass zumindest das nominale Kapital mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zurückkommt oder Marktwirtschaft mit einem entsprechenden Ausfall von Schuldnern, mit einer Schuldenrestrukturierung, die in einem Finanzsystem, wie wir es haben, eine Kettenreaktion von den Einlagen der Sparer bis hin zu den Versicherungsguthaben aufwerfen dürfte. Also wie gesagt, das muss man immer mal zu Ende denken, bevor man sowas öffentlich kommuniziert. Grundsätzlich, der größte Teil der Schulden wird aktuell nicht öffentlich diskutiert. Stichwort implizite Staatsverschuldung, ihr Anteil daran, das ist die Beamtenpension, das ist ihr Renteninformation oder ihr Rentenbescheid, den sie haben. Damit sind sie auch Schuldner des Staates und diese Schulden werden nirgendwo bilanziert. Also, Sie sehen schon die Herausforderungen, die sind vielfältig auf verschiedenen Ebenen und wir sollten uns weder auf die Finanzindustrie noch auf die Politik noch die Notenbanken verlassen. Am Ende des Tages hat jeder seine eigenen Interessen und wir müssen schauen, dass wir die Situation selbst verstehen und auf Basis des, dessen, was wir dann durchdringen, vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Also meine Damen und Herren, so viel zur Einleitung, kommen wir zu den Vermögenspreisen und etwas mehr ins Tagesgeschehen. Was Sie hier sehen, das ist die Wertentwicklung der wichtigsten Vermögensklassen im Verlaufe des Jahres 2016. Also sprich, wir fangen hier natürlich im Januar an und betrachten das eben per Schlusskurse von gestern. Und was Sie hier oben sehen, die beste Anlageklasse, das war Gold. Sie wissen, Gold hat ja mehrere Jahre doch Probleme. Man ist von einem massiven Hoch und von einem Hype, den es ja um das goldene Metall gab, massiv zurückgekommen. Im Zuge der fallenden Kurse haben auch viele Investoren ihre Quoten in Gold reduziert. Das heißt, Fonds haben Positionen abgebaut. Indexfonds oder ETFs, die mit physischen Edelmetallen hinterlegt sind oder zumindest hinterlegt sein sollen, die wurden massiv reduziert. Also Gold hat da ganz lange Zeit keinen Spaß gemacht, aber wir sehen es jetzt in diesem Jahr, eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Dann, wenn wir weitergehen, Sie sehen es hier in Blau, ein breiter Rohstoffindex. Auch die Rohstoffe waren ja extrem stark geprügelt. Aber jetzt auch hier in diesem Kalender ja mit einer positiven Tendenz. Aber wenn Sie mal den Langfristchart anschauen, dann sehen Sie, das ist momentan nicht mehr als ein Zucken. Und deswegen, wir schauen jetzt hier zwar auf die Jahresbetrachtung, also seit dem 1.1., aber im langfristigen Kontext ist es momentan, wie gesagt, nur eine kleine Bewegung nach oben. Dann hier in grün die Emerging Markets, also die Schwellenländer, die sind wieder back on track und Sie sehen das auch, die Schwellenländer haben auch massiv erst gelitten, da waren wir mal innerhalb des Jahres schon mal 11-12% im Minus, jetzt sind wir wieder 5% im Plus, also wer das Thema Schwellenländer sich mal auf die Agenda genommen hat, der hatte da mittlerweile eine ganz schöne Wertentwicklung realisieren können. Wir haben das Thema ja auch das ein oder andere Mal thematisiert, also da eine ganze nette Entwicklung und hier ja 3%, erst ging schön nach oben, das ist der globale Anleihemarkt, also wenn Sie sowas wollen, vereinfacht gesprochen, der DAX-Index der globalen Anleihemärkte, also ein Index, den man auch häufig als Benchmark in der Vermögensverwaltung nutzt oder um seine eigene Strategie zu überprüfen, also auch plus 3% und dann hier, wie gesagt, mit einem kleinen Minus, was haben wir da nochmal, ja, auch nochmal eine Position, aber das ist jetzt weniger relevant. Ich glaube, wichtiger ist hier, wir sehen das hier momentan im Aktienmarkt, die Aktien Europa mit der schlechtesten Entwicklung, per gestern minus 7,54%. Heute geht es ja bei vielen Börsen mal rund 2% nach oben. Also ein schöner Tag an der Börse für die Aktionäre. Aber wie gesagt, soweit das Bild in diesem Kalenderjahr. Und Sie stellen auch schon fest, wenn Sie am 1.1. in Ihr Depot geschaut hätten und Sie schauen heute in Ihr Depot, dann ist das bedeutend entspannter, als wenn Sie zum Beispiel hier jetzt mal im Februar in Ihr Depot geschaut hätten, weil da waren die Kurse bedeutend niedriger und das auch ein wesentlicher Aspekt. Es macht keinen Sinn, dass wenn Sie über eine vernünftige Strategie verfügen, die zu Ihrem Anlagehorizont und zu Ihrer finanziellen Risikobereitschaft passt, dass Sie jeden Monat Ihre Anlagestrategie hinterfragen oder am besten noch auf Tagesbasis in Ihr Depot schauen, weil Sie irgendwelche Nachrichten von NTV oder Bloomberg da auf Ihr Smartphone gepusht bekommen. Da machen Sie sich nur verrückt. Das führt dazu, dass Sie von sinnvollen Strategien abweichen. Deswegen, je weniger häufig Sie in Ihr Depot schauen, desto geringer sind natürlich auch die Schwankungen im Zeitablauf, weil Sie würden ja auch Ihre Immobilie nicht auf Tagesbasis im Wochenverlauf jedes Mal neu bewerten. Also ich glaube, das ist ein ganz sinnvoller Zusammenhang, den man es an der Frage oder an dem Punkt eben auch mal stellen müssen. Und hier, das hatten wir vergessen, ja, diese minus 0,1, das ist der globale Aktienmarkt gemessen am MSCI World. Alles hier jeweils in US-Dollar gerechnet, außer den europäischen Aktien, die sind natürlich in Euro dargestellt. Also Währungseffekte spielen hier
keine Rolle. Dann kommen wir zur Konjunktur. Ups, da springt es ein bisschen. Also Konjunktur, das ist ja nicht ganz unwichtig. Sie sehen hier die OECD-Frühindikatoren für verschiedene Regionen dargestellt. Blau für die Eurozone, orange für die USA, dann OECD, alle Länder, die G7-Staaten, dann nochmal China, ex-Hongkong. Und Sie sehen schon hier, naja, okay, die Tendenzen, die sind nicht so gut. Und das ist ja auch etwas, was uns das fast gesamte erste Quartal begleitet hat. Eben diese Angst vor einem massiven wirtschaftlichen Einbruch, die große Verunsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung in China. Und das hat wohl auch dazu geführt, dass sie auch die Aktienmärkte so stark nachgegeben haben, dass auch die Schwellenländer-Aktienwerte ja doch unter Druck standen. Und ja, die Frage ist ja, wie geht das weiter? Und man sieht auch hier nochmal beim IFO-Geschäftsklima-Index, dass der insgesamt, naja, mehr oder weniger in einem neutralen Niveau ist. Also das ist jetzt weder spektakulär nach oben noch nach unten gerichtet. Aber Sie sehen es auch hier im unteren Chart. Die Beurteilung der aktuellen Lage, die war eigentlich jetzt auch in den letzten Monaten eher stabil. Aber bei den Geschäftserwartungen an die nächsten 6 Monate, da ging es ordentlich nach unten. Also das bestätigt auch das, was wir in den Aktienmärkten gesehen haben. Aber Sie sehen es ja hier, dieser kleine Zacken nach oben. Das ist eigentlich momentan diese positive Tendenz, die sich jetzt in den jüngsten Tagen vielleicht ein bisschen rauskristallisiert. Und deswegen schauen wir auch häufig auf einen Index, der von der Citigroup berechnet wird, der die wirtschaftlichen Daten, die erwartet wurden, mit den Daten vergleicht, die dann tatsächlich hereinkommen. Und da sehen Sie im Endeffekt auch insgesamt eigentlich für alle relevanten Regionen, da gab es positive Überraschungen, also sprich, die Erwartungen waren weit schlechter als das, was sich dann tatsächlich an Daten eingestellt hat. Und das haben wir Ihnen hier unten nochmal auch im Monatsvergleich dargestellt. Und Sie sehen schon, das entsprechend hier nach oben gerichtet und dementsprechend das ja durchaus mal auch eine positive Überraschung an dieser Stelle. Das wurde auch bestätigt von Daten, die wir heute aus China bekommen haben. Klar, die chinesischen Daten sind natürlich auch immer zu hinterfragen, aber welche volkswirtschaftlichen Daten sind das nicht? Von daher sehen Sie auch hier mal in, dargestellt die Exporte und die Importe und da sehen Sie schon gerade die Exporte, da ging es doch massiv nach oben. Also so ein bisschen sehen wir doch, dass in vielen volkswirtschaftlichen Kennzahlen, dass sie nicht ganz so schlecht reinkommen, wie man es im ersten Quartal erwartet hat auf der globalen Ebene. Und da ist auch besonders China zumindest für jetzt den Anteil am Welthandel doch nicht so sehr belastet, wie man das vielleicht zwischenzeitlich im ersten Quartal erwartet hat. Dazu passt auch Thema erstes Quartal, ein Indikator, der von einer regionalen Notenbank in den USA berechnet wird, konkret von der Atlanta Fed, der GDP Now Index, können Sie auch relativ einfach über Google finden, wenn Sie es eingeben. Die letzte Aktualisierung kam heute gegen 16 Uhr, die habe ich Ihnen natürlich auch reingepackt und Sie sehen schon hier, dass doch die Konjunkturerwartung dargestellt an der grünen Linie, also die Erwartung an die Daten für das erste Quartal, die sind massiv nach unten abgebrochen, liegen weit unter dem, was so die Konsenserwartungen der Marktteilnehmer waren. Aber auch jetzt hier am rechten Rand sehen Sie wieder einen kleinen Dip nach oben. Also ich glaube, man wird, wenn alle Daten vorliegen, feststellen, dass das erste Quartal in der US-Wirtschaft, in der US-Konjunktur nicht besonders erquickend war, sondern dass man feststellen musste, dass die Erwartung doch bedeutend zu positiv war. Aber wir schauen ja nach vorne und das tut die Börse auch. Wenn wir uns hier den ECR Leading Index anschauen, auch ein Index, auf den man durchaus mal schauen kann, was die US-Konjunktur betrifft. Da sehen Sie es auch wiederum hier am rechten Rand. Da geht es eben entsprechend nach oben. Also sprich, fürs zweite Quartal sieht es ein bisschen besser aus. Und wenn wir da mal den Zirkelschluss ziehen wollen, dann ist das meines Erachtens ein schönes Bild. Wir hatten im ersten Quartal eine sehr, sehr große Verunsicherung, die sich dann auch im Nachhinein an vielen volkswirtschaftlichen Daten hat ablesen lassen. Die Kapitalmärkte, besonders die Kapitalmärkte, die riskante Vermögensklassen abbilden, wie zum Beispiel Aktien oder Rohstoffe oder Schwellenländer, Aktien und Hochzinsanleihen, gerade aus dem Energiebereich in den USA, die haben das auch sehr stark vorweggenommen in der Entwicklung im ersten Quartal. Und jetzt sieht man langsam, okay, es war vielleicht doch nicht so schlimm, wie wir es erwartet haben, beziehungsweise die nach vorne gerichteten Indikatoren sind vielleicht nicht besonders berauschend positiv, aber sie sind nicht ganz so schlecht, wie man es erwartet hat. Und dementsprechend könnte man auch die aktuellen Bewegungen nach oben, also steigende Aktienmärkte, sich verringernde Spreads bei Unternehmensanleihen, steigende Preise bei Rohstoffen durchaus in ein sinnvolles gesamthaftes Bild
bringen. Auch für die Eurozone gilt, Sie wissen, wir schauen immer sehr stark auf die Kreditvergabe. Das sehen Sie in diesem schicken Pink hier. Und da sieht man auch, okay, hier ist die Nulllinie. Wir hatten mal eine extrem negative Phase, wo die Kreditvergabe rückläufig war. Das ist natürlich immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn die Kreditvergabe an den privaten Sektor zurückkommt. Dann sehen wir, okay, wir haben uns ein bisschen aus dem Tal der Tränen rausgearbeitet. Dann haben wir diesen Knick nach unten. Das passt zur negativen Stimmung im ersten Quartal. Aber man scheint jetzt doch hier so diese Kurve wieder bekommen zu haben. Und dementsprechend kann man sagen, ja, Stabilisierung auf einem gewissen Niveau, aber Sie müssen immer dran denken, in welchem Umfeld wir uns befinden. Wir haben große strukturelle Probleme innerhalb der Eurozone. Wir haben große politische Themen noch dieses Jahr auf der Agenda. Ob das das Referendum in Großbritannien über den Verbleib in der Europäischen Union ist. Wir haben das Thema Wahlen in den USA. Wir haben momentan Spanien, wo wir nochmal auf der Regierungsseite was haben werden. Diskussionen über das Thema faule Kredite im italienischen Bankensektor. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt schon viele Problemfelder und dementsprechend schaut man natürlich auch immer wieder auf die Notenbanken, die auch hier Gewehr bei Fuß stehen, um ja, die nächste Krise zu verhindern. Also wie gesagt, das zum Thema Konjunktur. Und wenn ich es nochmal zusammenfasse, meines Erachtens relativ plausible Daten, auch im Kontext der Bewegung zu den Vermögenswerten oder zu den Vermögenspreisen. Leider kann man es auch erst im Nachhinein dann so schön erklären, warum es so ist. Wenn wir momentan das konjunkturelle Umfeld auf globaler Ebene zusammenfassen, dann würde ich sagen, es gibt momentan keinen Grund, besonders optimistisch zu sein. Es gibt momentan keinen Grund, besonders pessimistisch zu sein. Also sprich, die Auswirkungen auf die Anlagestrategie sind momentan da meines Erachtens nicht so relevant, als dass sie von ihrer strategischen Vermögensstruktur abweichen sollten. Anleihen und Inflation, wichtiges Thema. Totgesagte leben länger. Also wie oft wurden denn Anleihen schon in Kapitalmarktausblicken totgeredet? Die größte Blase aller Zeiten und überhaupt. Also hier muss man natürlich mal sagen, eine Blase am Aktienmarkt ist was anderes als eine Blase am Anleihemarkt. Weil wenn Sie eine Blase am Aktienmarkt haben, dann fallen Aktien auch mal 60, 70%. So, und das Geld ist dann erstmal weg. Das dauert dann Jahre oder vielleicht auch ein Jahrzehnt, bis Sie wieder nominal dort sind, wo Sie gestartet haben. Bei Anleihen sieht es ein bisschen anders aus. Wenn Sie heute eine 10-jährige Staatsanleihe kaufen mit einer Rendite von quasi 0%, dann läuft das Papier 10 Jahre und Sie kriegen, sofern der Staat nicht pleite geht, Ihre 100% zurück. Dann haben Sie zwar einen entgangenen Ertrag, aber Sie haben erstmal nichts verloren. Und wenn das Zinsniveau dann höher ist, können Sie ja höher rentierlich anlegen. Also von daher, dieses Thema Blase am Anleihemarkt, ja, man ist natürlich ökonomisch hier nicht besonders gut aufgestellt, weil man doch momentan einiges doch sehr, sehr teuer bezahlt. Aber wie gesagt, die Folgen eines Platzens einer Blase sind, wie gesagt, in den verschiedenen Vermögensklassen, in ihren Auswirkungen auf Ihre Depot- oder Vermögensanlage doch anders zu sehen. Nichtsdestotrotz, Sie sehen schon hier, mal schön dargestellt, ja, im Verlauf der letzten Jahre die Anleihen insgesamt mit einer positiven Entwicklung. Schaut man sich das charttechnisch an, dann sind auch viele Trends intakt. Und das war das, was ich auch hier angesprochen hatte, das Thema US-Hochzinsanleihen. Da waren wir, wie gesagt, da ging es ja ordentlich nach unten. Ja, wenn Sie sich mal diese Linie hier anschauen, diese graue Linie für den US-Hochzinsanleihemarkt, der ja auch relativ energielastig ja auch war, da ging es ordentlich nach unten. Aber auch da sehen Sie, das, was ich vorhin angesprochen habe, eine Erholung bei diesen Vermögenspreisen und wer da mutig war, der hat natürlich eine gewisse Rendite erzielt. Aber was viel wichtiger ist, rund 80% des Geldvermögens der Deutschen liegen entweder direkt oder indirekt im Anleihensektor. Dementsprechend sehen Sie hier mal die Zinsstrukturkurve von deutschen Staatsanleihen, also hier unten die Restlaufzeit in Jahren und hier auf der Hochachse sehen wir die Rendite. Das heißt, wenn Sie mal die blaue Linie betrachten mit den Schlusskursen von gestern, dann haben Sie hier eine 10-jährige Anleihe und dann sehen Sie ja, die Rendite ist quasi null. Und wenn wir schauen, vor 5 Jahren lag die Rendite noch bei ja, 3,2%. Also ein dramatischer Verfall. Und dementsprechend Finanzminister müsste man sein, dann würde man das Geld geschenkt bekommen. Aber auch wenn Sie bei einem Unternehmen dafür zuständig sind, Geld am Kapitalmarkt einzusammeln, dann haben Sie natürlich ein breites Grinsen auf dem Gesicht, weil hier mal für die verschiedenen Ratingklassen die Renditen dargestellt, die Sie für verschiedene Laufzeiten bekommen. Und auch da stellen Sie fest, naja, wenn Sie mal in dieses typische Unternehmensanleihesegment gehen, was mal bei vielleicht sich tendenziell irgendwo bei A und bis dreifach B aufhält, dann stellen Sie im Endeffekt fest, mein Gott, wenn ich heute mich in dem Segment hier bewege und ich packe vielleicht 50% meiner Anleihen in
ein Rating von A und die anderen 50% in B, dann kriege ich einmal 0,5 und einmal 0,7 ist ein Durchschnitt von 0,6. Okay, dann kommen noch Handelskosten dazu, um entsprechend die Anleihen zu verkaufen. Dazu kommt noch die Steuer. Also sprich, selbst bei diesen sehr niedrigen Inflationsraten komme ich da in Sachen reale Vermögensmehrung nicht besonders weit. Warum ist das wichtig? Weil, wie gesagt, Großteil des Vermögens der Deutschen ist hier investiert. Und Sie haben es vorhin beim strategischen Rahmen gesehen, Versicherungen, Versorgungswerke, die alle sind betroffen. Banken sind betroffen, weil die Banken nehmen ja auch ihr Geld, was sie auf Sparkonten haben, und legen es am Kapitalmarkt entsprechend an, zumindest zu einem ordentlichen Teil. Und wenn es da keine Rendite mehr gibt und die Bank nichts vereinnahmen kann, dann kann die Bank ihnen auch nichts zahlen. Und wenn die Bank dementsprechend dort Ertragseinbußen hat, dann muss sie eben anfangen, Gebühren einzuführen auf Girokonten und andere Bereiche. Also sprich, bezahlt hat man es immer schon, aber jetzt wird das eben alles ein bisschen deutlicher. Und wie gesagt, das hat große Auswirkungen, weil es trifft nicht nur die Aktionäre, sondern es trifft jeden. Vom Riester-Rentensparer über die betriebliche Altersversorgung bis hin zu den Rücklagen der privaten Krankenversicherung. Also die Folgen dieser Niedrigzinsphase sind bedeutend dramatischer und werden auch langfristig nachhaltiger, deutlich spürbarer sein, als wenn der deutsche Aktienmarkt mal 20% korrigiert. Also hier geht es wirklich um ein ganz anderes Phänomen. Also Fazit zu Anleihen, das systemische Risiko in der Eurozone wird nach wie vor nicht bezahlt, weil wir haben immer noch Diskussionen in der Währung, wir haben viele ungelöste Probleme, wir haben politische Risiken, aber gleichzeitig kriegen sie keine Rendite mehr für ihre Papiere. Also sprich, sie haben ein Risiko, aber sie kriegen keine Rendite. Das ist immer ein schlechter Deal. Die Notenbank hat bei den Interventionen noch Potenzial. Man hat sich zwar schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber schauen Sie mal nach Japan und da sieht man ja, es geht immer noch mehr. Dann, jeder von uns hat Anleihen der Eurozone. Stichwort Bankeinlagen, Versicherungen und ähnliches. Risikostreuung ist anzuraten. Man könnte sich ja beispielsweise überlegen, einen Teil seines Geldes in US-amerikanischen Anleihen zu investieren, das Währungsrisiko abzusichern. Dann ist die Rendite noch minimal besser nach Absicherungskosten als in der Eurozone. Aber Sie haben natürlich das Thema, dass Sie in einem anderen Anleiheraum sind und dass dementsprechend Sie nicht das Risiko haben, dass die USA morgen sagt, wir teilen uns in 50 Bundesstaaten auf, was ja doch in der Eurozone zwar mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit behaftet, aber am Ende des Tages doch nichts auszuschließen ist, dass wir doch nochmal Diskussionen über die Eurozone in der jetzigen Zusammensetzung haben werden. Das Thema Risikostreuung trifft sowohl Schuldner, als auch natürlich Währung. Von daher grundsätzlich das Thema Streuung der Schuldner ist anzuraten. Und da haben Sie heute sehr, sehr gute Möglichkeiten, entweder über direkte Anleihen, über Indexfonds, mit oder ohne Währungssicherung, je nachdem, was Sie für die Vermögensstruktur haben wollen, bis hin zu aktiven Fonds, wo Sie auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel Anleihen aus dem Finanz- und Bankensystem auszuschließen. Also der Instrumentenkasten ist da ziemlich groß und das gilt nicht nur für große Anleger, sondern jeder private Anleger kann das heute für kleines Geld darstellen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, das entsprechend hier darzustellen. Ansonsten Inflation, natürlich ein wichtiges Thema. Was nützen uns 5% Zins? Wenn wir 5% Inflation haben, dann haben wir auch eine Realrendite von 0 und genauso jetzt haben wir auch eine Realrendite von 0. Also auch etwas, was die Bundesbank ja immer aufgreift. So nach dem Motto, liebe Sparer, stellt euch nicht so an. Diese ganzen Studien von Banken, die euch sagen, ihr verliert so viel Geld, weil es keine Zinsen mehr gibt, ja, man muss natürlich nicht nur auf die Nominalzinsen schauen, sondern auch auf die Realzinsen. Und real heißt einfach, was bekomme ich an Zins abzüglich Kaufkraftverlust? Das ist das Netto und das Netto müsste ich vergleichen. Aber das ist natürlich nicht so spektakulär, da können Sie nicht so schöne Schlagzeilen drucken. Also schauen wir auf die Inflationsraten für verschiedene Räume. Rot ist China, hier türkisblau die USA, blau die Eurozone. Dann zusehen Sie nochmal einen Rohstoffindex für Metalle, also für Industriemetalle und nochmal den Preis von Öl in US-Dollar dargestellt und da sehen wir im Endeffekt schon, dass die Inflationsraten sich auch auf einem gewissen Niveau eben stabilisiert haben. Die sind also nicht nach unten abgebrochen, was man ja befürchtet hatte. Ein Grund könnte natürlich auch der Anstieg der Rohstoffpreise hier sein und man sieht es ja auch hier im unteren Bild nochmal in der genaueren Darstellung. Also wie gesagt, das Thema Inflation zeigt momentan eine zaghafte Aufwärtstendenz und das bestätigt auch das, was wir ja häufiger schon gesagt hatten, dass unseres Erachtens die Inflation nicht tot ist und dass es dann Sinn macht, sich gegen steigende Inflationsraten zu schützen, wenn die Inflationserwartungen niedrig sind und wenn Inflationsschutz billig zu haben ist. Und mittlerweile haben ja auch die eine oder andere Investmentbank und Fondsgesellschaft Studien dazu rausgebracht, dass man mal über inflationsgebundene Anleihen nachdenken könnte.
Hier sehen Sie mal die Inflationserwartungen für die USA, die abgeleitet sind aus der Preisdifferenz zwischen klassischen US-Staatsanleihen und inflationsgesicherten Staatsanleihen, die sogenannten Break-Even-Inflation-Rates. Und da sieht man im Endeffekt auch, die gehen so ein bisschen seitwärts, leicht negative Tendenz, aber doch bei weitem nicht das, was man befürchtet hatte an Abbruch nach unten. Und zudem muss man ja auch sagen, Sie sehen schon hier an der Skala, da steht zumindest mal noch eine 1 vorm Komma, etwas, was wir in der Eurozone ja bei weitem nicht haben. Und von daher, unseres Erachtens, Inflation ist nicht tot, langfristig kann es durchaus ein Thema werden. Daher ist Inflationsschutz durchaus ein Thema. Und hier auch nochmal für Sie kompakt in der Zusammenfassung. Wie kann ich mich gegen Inflation schützen? Klar, Rohstoffe sind ein großer Teil, Anteil, der in die Inflationsrate mit eingeht. Also kann ich mir überlegen, in Rohstoffe zu investieren. Bei Rohstoffen müssen Sie aber darauf achten, dass Sie nie den Rohstoff direkt kaufen, sondern typischerweise kaufen Sie über das Wertpapier, investieren Sie in den Terminmarkt und der Terminmarkt hat seine Besonderheiten. Da gibt es sowas wie Rollkosten und Contango und Backwardation. Das klingt natürlich alles ziemlich schick, aber und auch komplex, aber man sollte mit den Themen vertraut sein, bevor man investiert, weil ansonsten haben Sie das Thema, Sie investieren, Sie glauben, der Rohstoff steigt, ist ja alles toll, aber leider haben Sie am Terminmarkt schon damals den Preis bezahlt, wo er heute steht, dann haben Sie eben nichts gewonnen. Also, wichtiges Thema, das sollte man berücksichtigen. Gold, sinnvolles Instrument, klar, mit hohen Preisrisiken behaftet, der Goldpreis schwankt ungefähr so stark wie der globale Aktienmarkt im langfristigen Thema, aber hat natürlich auch keinen inneren Cashflow wie die Dividende, aber aus unserer Sicht strategisch gehört es ins Portfolio. Anleihen mit Inflationsschutz, eben schon mal angesprochen, spannendes Thema, aus meiner Perspektive nicht aus Gründen der Spekulation auf steigende Inflation, sondern auch vor dem Hintergrund, dass sie Anleihen mit Inflationsschutz sich etwas anders verhalten als klassische Anleihen und dementsprechend eine gute Möglichkeit sind, den Risiko Steuerungsgrad Ihres Anleiheportfolios hier entsprechend zu verbessern. Von daher kann man sich dem Thema mal nähern und klar Aktien von Unternehmen mit Preissetzungsmacht, die natürlich hier steigende Preise auf ihre Kunden umwälzen können. Grundsätzlich gilt für das Thema Inflationsschutz, genau wie für alle anderen Vermögensziele auch, es gibt kein perfektes Instrument. Am Ende des Tages muss man Ihre Situation betrachten und dann gibt es eine passende Kombination dieser genannten Instrumente. Gehen wir zum Aktienmarkt. Aktienmarkt, wir haben es die letzten Male schon häufiger mal angesprochen, dass es einen möglichen Favoritenwechsel geben könnte. Sie wissen, der Aktienmarkt ist ziemlich heterogen. Wir haben natürlich, klar, wir haben Aktien aus verschiedenen Branchen, das ist noch ziemlich eingängig. Wir haben dementsprechend Branchen, die sind eher zyklischer Natur, die hängen sehr stark an der globalen oder grundsätzlich an der Konjunktur. Sie haben sehr defensive Titel, wie zum Beispiel Nahrungsmittelhersteller. Aber dann haben Sie natürlich auch Aktienkörbe, die man nach gewissen Charakteristika einteilen kann. Also da kommen viele Themen zusammen und dementsprechend für den US-Markt haben wir es Ihnen hier mal dargestellt. Das kann man natürlich auch für den europäischen Markt oder für den globalen Markt machen, dass man sieht, dass Growth, also Wachstumstitel, besser gelaufen sind als sogenannte Value-Titel. Value-Titel sind Substanztitel und diese relative Differenz, die sehen Sie auch hier unten. Im Chart, also wenn die Linie so nach unten geht, dann ist Wachstum besser gelaufen als Substanz. Und worauf wir jetzt raus wollen ist, dass Sie sehen schon hier von diesem Tief der relativen schlechteren Entwicklung hat sich das Value-Thema so ein bisschen erholt und langfristig geht man ja davon aus, dass man mit sogenannten Value-Titeln, also mit dem substanzwertorientierten Investieren, langfristig eine Überrendite erzielt. Aber diese Überrendite gegenüber dem breiten Aktienmarkt, die bekommen Sie natürlich nicht jedes Jahr zum 31.12. eingebucht, sondern wie jede Art der Risikoprämie gibt es auch mal lange Phasen, wo Sie vielleicht 6, 7, 8 oder auch mal 10 Jahre mit Ihren Value-Investments, mit dem substanzwertorientierten Investieren schlechter liegen als der globale Aktienmarkt. Und irgendwann dreht sich das dann wieder und dann sehen wir entsprechend hier eine bessere Entwicklung und wir glauben, das könnte momentan so ein Thema sein, dass wir hier auch eine Rückkehr des Value-Themas sehen und das würde ja auch gut dazu passen, dass wir bei den Vermögensklassen insgesamt sehen, Gold spielt auf einmal wieder eine Rolle, das war jahrelang uninteressant. Wir sehen, dass das Thema Schwellenländer momentan wieder ein bisschen eine Öffentlichkeitsinteresse bekommt, dass wir gerade im Anleihesektor wieder auch ein bisschen Kapitalflüsse in das Segment der Schwellenländer Anleihen haben. Wir sehen, dass das Thema Value-Aktien wieder ein bisschen stärker in den Fokus kommt. Also es könnte schon sein, dass sich hier auch in gewissen Bereichen ein Favoritenwechsel andeutet. Daher nicht nur klassisch investieren,
Ja, wir haben ja hier auch einige Teilnehmer drin, die bei uns in den Faktorportfolios auch investiert sind und Sie kennen das, aber deswegen für alle anderen erkläre ich es nochmal. Was Sie hier sehen, ist eine Aufteilung des MSCI World. MSCI World ist quasi der DAX der globalen Aktienwelt. Und hier sehen Sie jeweils aufgeteilt, wie in welche Segmente lässt sich das denn aufteilen. Also hier große Unternehmen mit Wachstumsfokus, große Unternehmen mit Value-Fokus, kleine Unternehmen und so geht es durch. Und Sie sehen hier drüben, sehen Sie den Markt, das ist der globale Aktienmarkt und da stellen Sie fest, ja, dass ein Großteil des Aktienindex ist im Endeffekt investiert in große Aktien. Wobei man weiß, dass kleine Aktien eigentlich langfristig eine Risikoprämie tragen, also langfristig zwar stärker schwanken als große Aktien, aber dementsprechend auch eine höhere Renditeerwartung haben. Aber wir waren ja auch beim Thema Value, beim Thema Substanz und da schauen Sie mal hier unten, bei kleinen Aktien haben wir sowieso nichts drin und auch bei den Large Value, also der Value-Anteil ist hier relativ gering im Verhältnis zum Rest und dementsprechend, wenn Sie ein wirklich globales Aktienportfolio haben und wir haben das dargestellt, wirklich in einer breiten Struktur, also die Nachteile zu vermeiden, die man hat, wenn man nur in einen einzelnen oder in mehrere Kapitalisierungsgewichte Indizes investiert, dann sehen Sie hier, die Value-Komponente ist hier stärker gewichtet, kleine Unternehmen sind stärker gewichtet und das macht natürlich Sinn, sowas eben zu berücksichtigen. Wie gesagt, da Sie wissen, wir bieten diese Faktorstrategien in zwei Risikoausprägungen, einmal mit 50% Aktienanteil, einmal mit 65% Aktienanteil. Auch das Thema inflationsgebundene Anleihen ist hier entsprechend noch integriert und dementsprechend das nochmal ein schönes Thema. Und das hat jetzt auch sehr gut funktioniert. Wenn wir uns hier mal die Wertentwicklung anschauen, dann sehen Sie im Endeffekt das Portfolio jetzt auch im März mit einer sehr starken Entwicklung, 3,4%. Insgesamt auch dieses Jahr natürlich bedeutend stabiler als der Aktienmarkt. Das liegt auch daran, dass dieser Value-Faktor sich besser entwickelt hat und wenn Sie den natürlich mit drin haben, dann haben Sie natürlich einen Vorteil gegenüber einem klassischen kapitalisierungsgewichteten Index wie dem DAX, dem Eurostoxx oder auch dem S&P. Also worauf will ich raus? Auch im Aktienmarkt können Sie heute Ihre Risiken breiter diversifizieren. Das heißt nicht, dass man jeden Modetrend mitmachen muss, Stichwort Smart Beta, falls sich jemand schon mal damit beschäftigt hat, aber es ist schon klar, Sie können wirklich im Aktiensegment heute wirklich eine bessere Risikostreuung erzielen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also wie gesagt, ne, das ist jetzt hier das Reporting von der Strategie Faktor Portfolio, die Aktienquote hier strategisch 65%. Ansonsten, wichtiges Thema noch, weil die Frage häufig kommt, was sehen Sie hier? Thema Aktienmarkt. Ist leider auf Englisch, aber ich erkläre es Ihnen. Ich denke, das gibt kein Problem. Sie sehen im Endeffekt hier mal die Fragestellung, was wäre denn, wenn ich mein Aktienportfolio auf vierteljährlicher Basis so absichere, dass ich auf Sicht der nächsten 3 Monate maximal 5% verlieren kann. Also, ich kaufe mir jedes Quartal eine Versicherung, die sicherstellt, dass alle Wertverluste des Aktienmarktes, die 5% überschreiten, von einem Dritten übernommen werden. Und wenn es ein Dritter übernimmt, dann will der dafür eine Versicherungsprämie haben. Und was Sie hier in Blau sehen, das ist jetzt alles für den US-Aktienmarkt gerechnet, könnten Sie aber auch genauso gut auf einen breiten Index wie den Stoxx 600 rechnen. Dass man hier sieht, hier in Blau, ja, so wäre die Linie, wenn Sie den Effekt der Absicherung haben, aber wenn Sie sie nicht bezahlen müssten. Das wäre natürlich eine spektakuläre Anstieg der Vermögenspreise. Leider Gottes, in der Realität sehen wir es ein bisschen weiter unten und Sie sehen schon, das sind ja langfristige Zeitreihen, also seit 1991 jetzt mal berechnet und dann sehen Sie im Endeffekt, okay, hätten Sie einfach den S&P 500 gekauft, über einen ETF zum Beispiel, dann ne, Gesundheit. Über einen ETF zum Beispiel, dann hätten Sie diese Wertentwicklung realisiert und hätten Sie aber stattdessen diese Absicherung jedes Quartal gekauft, dann wäre Ihre Wertentwicklung pro Jahr um 2%, 2,2% schlechter gewesen. Also sprich, Absicherung kostet natürlich auch entsprechend etwas. Deswegen muss man sich immer genauer beschäftigen, wie will man es darstellen. Weil Sie sehen schon, auf die lange Zeitdauer macht es doch einen erheblichen Unterschied. Wie kann man es besser machen? Meines Erachtens die perfekte Absicherung allgemein gibt es nicht, weil
Jeder von uns hat eine andere finanzielle Risikobereitschaft, hat eine andere Depotstruktur und der eine braucht vielleicht eine Absicherung von 5%, der andere braucht gar keine, der nächste braucht vielleicht erst eine bei 20 oder 25%, um Extremrisiken herauszunehmen. Deswegen macht es Sinn, mal sich mit seinem Thema finanzielle Risikobereitschaft zu beschäftigen. Die kann man auf wissenschaftlicher Basis ermitteln. Dann sieht man auch, welchen Anteil von Wachstumsvermögenswerten, also Vermögenswerten mit größeren Schwankungsrisiken man vertragen kann. Und hier mal der Ausschnitt, Sie sehen es hier, wir haben das bei einem Kunden gemacht. Der Kunde hat eigentlich nur die Risikotoleranz um Wachstumswerte, also Aktien und ähnliches, mit 40% im Portfolio zu integrieren. Aktuell hat er rund 60% drin, also eigentlich zu viel Risiko für seine Strukturen. Es macht natürlich Sinn, sowas zu erkennen, bevor es natürlich zu stärkeren Verlusten kommt und gleichzeitig kann man auch noch so ermitteln, mit wie viel Schwankungen man emotional zu Rande kommt und dann kann man wirklich auch passgenau schauen, welche Absicherung macht Sinn. Das ist wie mit der Kasko oder dem Selbstbehalt bei der Kaskoversicherung bei Ihrem Auto. Wenn Sie eben 1000 Euro Selbstbehalt haben, dann ist die Versicherung ein bisschen billiger, als wenn Sie keinen Selbstbehalt haben. Wie gesagt, kann man ermitteln, wissenschaftliche Basis. Sie haben mal später die Möglichkeit, im Feedbackbogen das anzufordern. Nutzen Sie die Gelegenheit. Sie kriegen das Ergebnis direkt nach den 25 Fragen präsentiert. Ist auch kostenfrei. Und wenn Sie die Ergebnisse danach diskutieren wollen, respektive vielleicht auch mal Ihr Portfolio, was Sie momentan haben, mit dem vergleichen, was bei dieser finanziellen Risikobetrachtung hinauskam, dann stehen wir Ihnen da gerne zur Verfügung. Aber wie gesagt, das macht meines Erachtens auf jeden Fall mal Sinn. Damit können Sie es besser machen, weil Sie reduzieren die Kosten der Absicherung und Sie können es effizienter machen. Dann weiteres Thema der Diversifikation heißt natürlich auch nicht nur Strategien, Anlagestrategien zu kaufen, die von steigenden Preisen profitieren, sondern auch mal Strategien zu tätigen, die über unterschiedliche Investitionsansätze versuchen, Renditen zu generieren, die unabhängig von der allgemeinen Richtung des Aktien- oder Anleihenmarktes sind. Hintergrund ist hier ganz einfach. Der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Wenn der Zins zu niedrig ist, kommt es zu Fehlallokationen, möglicherweise an der Börse, möglicherweise auch bei Immobilien und anderen verwandten Vermögenswerten. Und falls wir diese Situation haben sollten, dann brauche ich auch etwas, was mich dann schützt, wenn wirklich alle Vermögenspreise gemeinsam fallen. Und ich habe es Ihnen hier mal dargestellt, das ist der Verlauf des globalen Aktienmarktes hier in dunkelblau. Sie sehen, der hat in der Zeit rund 42% gemacht. Und hier, das ist eine Strategie, die versucht, verschiedene Strategien so zu kombinieren, dass die Entwicklung unabhängig vom allgemeinen Kapitalmarktumfeld ist. Und Sie sehen schon klar, mit sowas verdient man natürlich weniger. Also wenn der Aktienmarkt läuft, dann ist alles, was risikobegrenzt ist, natürlich schlechter, aber es hilft Ihnen natürlich auch, das Depot zu stabilisieren. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine bessere Risikostreuung im Portfolio zu generieren, indem ich eben nicht nur sage, ich streue in den bekannten Vermögensklassen, also eben Aktien besser streuen, indem ich Value hinzufüge, Anleihen breiter diversifizieren, indem ich Schwellenländeranleihen oder auch inflationsgebundene Anleihen hinzupacke, sondern hier noch zusätzlich, ich bin immer noch in diesen Vermögensklassen investiert, gehe aber mit anderen Strategien in diese Vermögensklassen und also wie gesagt, auch das ein Thema und auch das kann man ja entsprechend mischen. Sie sehen hier mal dargestellt, es ist leider in Schwarz, so sieht unser Bildschirm aus unserem Portfolio-Informationssystem und was sehen Sie hier? Das ist eben ein Portfolio, wo wir solche alternativen Anlagestrategien kombinieren, um es für einen klassischen Privatanleger investierbar zu machen. Und was ich Ihnen hier einfach mal zeigen möchte, ist, das sind die Renditen im vergangenen Monat. Und da sehen Sie, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Viele Strategien jeweils hier ein Prozent plus gemacht, 0,5 plus, 0,4 plus, 0,1 plus, ja, unverändert. Aber dann sehen Sie auch, okay, hier haben wir im Endeffekt Strategien, ja, die eine mal 2,6 minus, die andere mal 5% minus. Und dieses Minus, was Sie momentan haben bei manchen alternativen Strategien, kommt aus dem Thema Aktien Long Short. Das heißt, man setzt darauf, dass gewisse Aktien steigen, darauf, dass andere fallen. Und wenn Sie dann einen Trendbruch oder einen Favoritenwechsel am Aktienmarkt haben, dann sind solche Strategien häufig betroffen. Und deswegen macht es Sinn, nicht nur ein oder zwei solcher Ansätze ins Portfolio hinzuzufügen, sondern das über eine Mischung zu machen. Und wir sagen, okay, so zwischen 8 und 15 verschiedene Strategien bringen ein solides Ergebnis. Und
Das haben wir ja auch angekündigt, dass wir das zum 1.3. investierbar machen. Und wir haben es dann ja auch geschafft, das mit der Multi-Aktiv-Strategie als vorgebundene Vermögensverwaltung mit dem Bankhaus Metzler umzusetzen. Das heißt, ein Konto und Depot, was auf Ihren Namen gefügt wird und geführt wird. Und eben auf diesem Konto und Depot wird diese Strategie eben umgesetzt, sodass Sie hier auch die Möglichkeit haben, von auch komplexeren Strategien zu profitieren und das doch mit einer relativ transparenten Art der Darstellung. Ja, also wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten der Risikostreuung. Wie helfen wir Ihnen? Auch das kennen Sie, dass Sie uns natürlich ansprechen können zu verschiedenen Fragestellungen. Ich würde das jetzt einfach mal hier so offen lassen. Sie können es in Ruhe lesen und ich würde dann schon mal übergehen zu dem Thema Fragen. Also, wie stark könnte sich ein eventuelles Nein der Briten zur EU auf die unterschiedlichen Anlageklassen auswirken? Also, um es nochmal zu erklären für alle, Sie wissen, am 23.06. wird ja darüber abgestimmt, ob die Briten weiterhin in der Europäischen Union sein möchten oder nicht. Wenn Sie sich die verschiedenen Umfrageergebnisse anschauen, dann schwanken die relativ stark. Momentan sieht es wohl so aus, dass 2/3 sagen, wir bleiben drin, 1/3 sagt, wir gehen raus. Wahrscheinlich würde ein Raus erstmal dazu führen, dass eine gewisse Verunsicherung am Kapitalmarkt entsteht und es würde natürlich auch verschiedene Vermögenswerte unterschiedlich stark treffen. Also schauen wir mal auf die Banken, auf die britischen Banken. Die hätten dann natürlich ein großes Thema, weil natürlich London als Finanzplatz eine große Bedeutung hat. Auch das Thema Immobilien in London könnte ich mir dann als spannendes Thema vorstellen. Spannend im Sinne von mit einer gewissen Abwärtstendenz möglicherweise. Also kurzfristig wird es auf jeden Fall wahrscheinlich die Verunsicherungskomponente nach oben führen. Aber von der strategischen und auch der geopolitischen Perspektive muss man natürlich sagen, Europa hat momentan gemeinsam viele Probleme zu lösen. Wir haben natürlich die nicht gelösten Schuldenkrisen und Staatsschuldenthematiken. Da sind wir strukturell überhaupt nicht nach vorne gekommen. Gleichzeitig haben wir auch die Flüchtlingsthematik, die momentan auch ja nicht gelöst ist, sondern ja auch nur an den Rand Europas gedrängt wurde. Aber das ist ja jetzt auch keine nachhaltige Lösung. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, kurzfristig würde es zu einer gewissen Verunsicherung führen, aber diese Verunsicherung drückt sich auch bereits natürlich in den Preisen der Absicherung aus. Also wenn man sich mal anschaut, wie momentane Put-Optionsscheine oder Put-Optionen an der Terminmarktbörse gepreist sind, dann sieht man schon fest, da stellt man schon fest, dass es da einen hohen Bedarf an Absicherung gibt, eben für den Zeitpunkt dieses Referendums bzw. auch der Tage und Wochen danach. Und von daher sollte man sich überlegen, ob man auf diesen Zug der Absicherung jetzt noch draufspringt. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, weil wenn man über grundsätzlich eine sinnvolle und breit gestreute Portfoliostrategie verfügt, dann gehören solche politischen Unsicherheiten mit zum Geschäft und von daher würde ich mich da nicht verrückt machen lassen. Ja, meine Damen und Herren, haben wir noch weitere Fragen oder sind die meisten schon in Vorbereitung auf das hoffentlich ja besser verlaufende Champions League-Spiel am heutigen Tag? Die Bayern spielen ja später. Also von daher, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, gehen wir gerne drauf ein. Ansonsten, Sie erhalten ja im Nachgang noch den üblichen Feedbackbogen für die Online-Konferenz, können auch dort das ein oder andere entsprechend natürlich nochmal ankreuzen. Was habe ich ja noch angesprochen? Das Thema, ich fasse vielleicht nochmal zusammen, was mir heute besonders wichtig war. Das Thema Risikostreuung. Denken Sie mal darüber nach, die Risikostreuung Ihrer Geldwerte zu erhöhen, weil ich hoffe, ich konnte rüberbringen, dass Sie ja natürlich sehr stark über Banken und Versicherungen in Anleihen mit einer sehr niedrigen Rendite investiert sind und dass das Thema Risikostreuung hier vielleicht sinnvoll wäre, nicht aus Gründen der Renditeerhöhung, sondern einfach aus Gründen der Risikoreduzierung, dass man sich mit dem Thema Inflationsschutz mal beschäftigen sollte in der jetzigen Phase, weil es noch günstig ist. Auch das ein wichtiger Aspekt und dass wir vielleicht auch am Aktienmarkt mehr Möglichkeiten der Investition haben, als einfach nur ein paar Aktien zu kaufen, sondern dass man breiter investieren sollte auf globaler Ebene, dass man auch die Substanzwerte vielleicht momentan grundsätzlich berücksichtigen sollte, was Sie auch in unseren Faktorstrategien finden und dass Sie beim Thema Absicherung nicht einfach nur einen Put kaufen sollten, weil es in irgendeinem Börsenbrief steht, sondern dass man die finanzielle Risikobereitschaft berücksichtigen muss, sich die Depotstruktur dann anschaut und dann überlegt, welche Form der Absicherung überhaupt sinnvoll ist, weil man sollte wirklich nur die extremeren Werte
absichern. Also sprich, zuerst kommt die Risikostreuung mit klassischen Vermögensklassen, Aktien und Anleihen und innerhalb dieser beiden Gruppen, dann kommt das Thema Risikostreuung über weitere Strategien und Instrumente, Stichwort alternative Investments, was Sie über das Multi-Aktiv-Strategie-Portfolio hier entsprechend abgebildet sehen. Und dann ist man da, glaube ich, vernünftig aufgestellt. So, meine Damen und Herren, wenn keine Fragen mehr sind, dann bleibt mir nichts übrig, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, mich vor allem auch für Ihre Teilnahme zu bedanken. Ansonsten, das wissen Sie, für unsere Kunden gehen Sie einfach auf Ihre gewohnten Ansprechpartner zu, sofern hier entsprechend Fragen bestehen. Sofern Sie kein Kunde sind, greifen Sie einfach zum Telefon und rufen mal durch. Die Kollegen und ich stehen Ihnen da gerne für Rückfragen zur Verfügung und dann schauen wir mal, wie weit wir Ihnen hier helfen können, vielleicht auch Ihre Finanzstrategie oder auch Vermögensstruktur ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten und auf das zu reagieren, was hier momentan an Herausforderungen vor uns liegt. So, jetzt nochmal eine Frage. Ist da nicht das Problem, dass Aktien und Anleihen immer mehr korreliert sind? Also sehr gute Frage, da merkt man den Kenner. Korrelation ist ja nichts anderes, als dass Aktien und Anleihen, wenn sie positiv korreliert sind, in die gleiche Richtung laufen. Grundsätzlich geht man ja davon aus, dass wenn die Konjunktur gut läuft, dass dann Aktien gut laufen, weil es der Wirtschaft geht es gut, die Unternehmen machen steigende Gewinne werden drücken sich im Unternehmenswert aus und der Unternehmenswert wird ja mehr oder weniger exakt durch den Aktienpreis abgebildet. Dazu steigen die Dividenden, also positiv für den Aktienmarkt. Auf der anderen Seite, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann sucht man eher Schutz in sicheren Anleihen, am liebsten Staatsanleihen. Man geht davon aus, dass die Notenbanken die Zinsen senken und fallende Zinsen sind positiv für Anleihen. Nun ja, momentan muss man sagen, die Anleihezinsen sind schon extrem niedrig, die Notenbanken sind schon recht aktiv, der Anlagenotstand zeigt sich in vielen Vermögensklassen, also Risikostreuung ist dementsprechend schwieriger als vielleicht noch vor ein paar Jahren und das ist auch genau der Punkt, den ich angesprochen habe. Wenn Sie heute ein Portfolio haben aus 50% globalen Aktien und 50% globalen Anleihen und das halten Sie heute und das halten Sie vor 10 Jahren, dann muss man ganz klar sagen, in Ihrem Portfolio mag das die gleiche Aufteilung sein, aber das Risiko ist heute ein ganz anderes als vor 10 Jahren. Und dementsprechend, darauf wollte ich auch ja raus, man muss heute mehr tun, um den gleichen Grad an Risikostreuung zu erhalten. Also sprich, nichts tun führt nicht dazu, dass es unverändert bleibt, sondern nichts tun führt dazu, dass es relativ gesehen schlechter geworden ist und dass man einen relativ gesehen niedrigeren Grad der Risikostreuung akzeptiert. Und ein niedriger Grad der Risikostreuung führt natürlich zu größeren Schwankungen, respektive auch größeren Verlustrisiken im Portfolio. Und genau aus diesem Grund weitere Diversifizierung. Weiter diversifizieren in den einzelnen Vermögensklassen, aber auch mit unterschiedlichen Instrumenten und Strategien, um einfach der Thematik zu begegnen. Aber mit Sicherheit, auch das kann man sagen, das Thema Risikostreuung momentan eins der herausforderndsten Themen, das der Anleger hat. Und vor dem Hintergrund ja auch bewusst ein Grund, warum wir auch immer wieder auf das Thema eingehen und versuchen klarzumachen, dass es eben nicht mehr reicht, nichts zu tun, sondern dass man sich wirklich aktiv mit der Thematik beschäftigen muss, um wirklich einen vernünftigen Grad der Risikostreuung im Portfolio zu haben, weil Risikomanagement ist leider ein digitales Ereignis. Wenn Sie in dem Moment des Schadeneintrittes Ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann können Sie im Nachhinein nichts mehr tun. Sprich, entweder sind Sie dann gut aufgestellt oder Sie sind nicht gut aufgestellt, aber Sie können in der Zeitmaschine nicht mehr zurück. Deswegen ja auch immer wieder der Ansatz, sich laufend mit diesem Thema zu beschäftigen und das nicht nur als punktuelles Ereignis zu begreifen, wenn die Börse gerade mal ein paar Prozent fällt oder weil es wieder eine Mitteilung zu steigenden Inflationsraten oder zu was auch immer möglichen Bankeninsolvenzen gibt, sondern man sollte sich vorher über die Gedanken zu diesen Themen machen. Ja, meine Damen und Herren, relativ wenig Fragen heute. Also von daher würde ich sagen, dann sind wir doch schon am Ende. 7:10. Wie gesagt, jetzt nochmal final. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Aufzeichnung bekommen Sie im Nachgang zugeschickt. Fragen, wie gesagt, gerne telefonisch oder über den Feedbackbogen. Auch den Termin für den nächsten Dialog bekommen Sie dann bereits zugeschickt. Das wird dann wiederum im Mai sein. Und auch nochmal der Aufruf, wenn Sie Ideen oder Fragen haben oder Anregungen an Themen, die wir hier in den Kapitalmarktdialog integrieren können, dann schreiben Sie uns das einfach in den Feedbackbogen mit rein oder schicken uns eine E-Mail. Je interaktiver das Ganze gestaltet wird, desto praxisnah ist es ja sowohl für Sie vom Mehrwert als auch für uns
Weil wir wollen natürlich auch auf die Themen eingehen, die sie bewegen, und wir greifen das auf, was wir von Kunden zurückgespielt bekommen, was wir selbst sehen. Und je mehr Leute natürlich da Input liefern, desto spannender wird das ganze Thema für uns alle. Also, jetzt aber auch wirklich final. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.